Bitteschön. Danke. Ich muss immer noch an den Film gestern denken. Es war so lustig. Ja, aber wirklich wahnsinnig witzig. Nein. Stimmt schon. Wie das Kind da an dem Kühlschrank der reichen Eltern stand, das war sehr gut. Obwohl es ja eigentlich um soziale Ungerechtigkeit ging. Stimmt, ja. Das ist komisch, oder? Man weiß so wenig über Brasilien. Man denkt immer nur an Copacabana und Fußball. Aber wir können doch mal hinfahren. Ich meine, du hast doch immer noch deine Kakaoplantage in Bahia. Nein, wer weiß, vielleicht gefällt es uns ja so gut, wir wollen nicht mehr zurück. Weißt du was? Das ist eine gute Idee. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem mit dir. Aber erst, wenn es David besser geht. Lisa, im Ernst jetzt. Nach allem, was in letzter Zeit passiert ist, würde es uns vielleicht wirklich gut tun, wir kommen mal ein paar Tage weg. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, hier ewig zu bleiben. Ich mir auch nicht. Übrigens sind die alle für dich. Oh, danke. Da bist du ja. Hey, David hat gerade erfahren, dass wir nach Brasilien fahren wollen. Jetzt ist er total verletzt. Jetzt willst du nicht mehr fahren? Ich weiß nicht. Doch. Ich habe die Zeit nämlich genutzt, war im Reisebüro. Guck mal, setz dich. Und habe mich erkundigt, was man da alles so machen kann, was das kostet und so weiter. Aber nach Köln und ins Bergische Land fahren wir trotzdem noch, oder? Ja, aber man darf sich doch mal informieren. Klar. Aber du willst nicht fahren wegen David. Sei mir bitte nicht böse. Ich fühle mich verantwortlich für ihn und ich möchte für ihn da sein. Immer nur David, David, David. Ich finde die Idee mit Brasilien toll, wirklich. Lass uns die Reise machen, wenn es ihm besser geht, ja? Was ist, wenn sich das nie ändert? Sebastian, stell dir doch mal vor, du wärst in seiner Situation. Das wäre doch toll, wenn dir da jemand beistehen würde, oder? Hey. Also gut, Brasilien kann warten. Wir haben ja schließlich noch ein ganzes Leben vor uns. Und das Schönste ist, wenn ich am Weidenzaun stehe und Pollux galoppiert auf mich zu. Ja, aber das mache ich doch auch immer. Ich wusste ja gar nicht, dass du Möhren so liebst. Ich komme ja auch nicht wegen der Möhren, sondern weil ich mich freue, dich zu sehen. Mhm. Pollux ja auch. Oh. Nadine Breuer. Die Stewardess. Geh ruhig ran. Mensch, Nadine. Na, willst du uns besuchen kommen im Fürstenhof? Ich kann dir die Fürstensuite reservieren. Wie bitte, was? Nein, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ja, ja, vielen Dank. Bis dann. Ist alles in Ordnung? Nadine sagt, ein Privatdetektiv hätte sich bei ihr über mich erkundigt und über meine Ex-Frau. Was? Aber hat er ihr auch gesagt, was er von dir wissen will? Nee, aber anscheinend horcht er auch andere Schulfreunde aus. Aber wer sollte dir denn hinterher schnüffeln? Ich wüsste auch gern, was das zu bedeuten hat. Du hast niemandem von Isabelle erzählt, oder? Ich? Nein, nein, wieso? Weil ich eben niemandem davon erzählt habe. Du glaubst doch nicht, dass ich ihn engagiert habe. Entschuldige, das kam jetzt völlig falsch rüber. Schon gut. Vielleicht sollte ich wirklich einen Detektiv beauftragen. Ich wüsste einfach so gerne, woher der Mann kommt, den ich liebe. Und mit dem ich mein Leben teilen will. Du erzählst so wenig von deiner Jugend, von deiner Kindheit. Ich liebe dich. Und wir gehören zusammen. Und ich möchte einfach nicht mehr, dass Intrigen und Zweifel zwischen uns stehen. Ja, offenbar versucht immer noch jemand, uns Steine in den Weg zu legen. Zumindest versucht er etwas über dich herauszufinden. Vermutlich, um dir zu schaden. Ja, mich bei dir in Verruf zu bringen. Sei ehrlich zu mir. Wer glaubst du steckt dahinter? Beatrice Hofer?
Dein Vater. Friedrich? Warum? Er hat David erzählt, was ich auf dem Kerbholz habe. Warum sollte er sowas tun? Was ist denn das für eine Sorgenfalte auf deiner Stirn? Hm, die kenne ich noch gar nicht. Na, du bist ja charmant. Hast du etwa schlechte Laune, wo ich dich in meinen Arm halte? Ich bin einfach nur sauer auf meinen Vater. Hat er den Detektiv auf mich angesetzt? Keine Ahnung. Ich habe ihn tausendmal angerufen, auf die Mailbox gesprochen, aber er macht sich noch nicht mal die Mühe, zurückzurufen. Ach, letztlich ist es auch egal. Soll an meinem Leben rumstochern. Es gibt nichts, über was wir nicht gesprochen hätten. Es geht ihn noch gar nichts an. Genau. Du, das war das letzte Mal, dass wir uns misstrauen. Was ist, wenn der Detektiv doch was rausfinden würde? Hast du noch mehr Ex-Frauen? Nein. Nur dich? Nicht schnappen Sie bald diesen falschen Professor. Dein Vater und die Frauen da einzusperren bei der Kälte. Zum Glück wurden sie ja von David und Herrn Heinemann gefunden. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Ich konnte nur kurz mit Friedrich telefonieren. Eigentlich wollte ich ihn ja auf die Sache mit dem Privatdetektiv ansprechen, aber... Keine Eile. Komm, wir gehen mal zum See. Zu unserem Platz? Ja. Vielleicht ist er schon zugefroren. Vielleicht kann man Schlittschuh laufen. Ja, das ist schön. Aber? Ich habe noch was anderes vor. Also, ich habe David versprochen, mich um seine Erinnerungen zu kümmern. Und wie soll das aussehen? Es gibt ein Lied, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Wir haben mal dazu getanzt. Mhm. Also, wir tanzen nur und das war's dann auch. Okay. Ich vertraue dir. Hier bist du. Ich hab dich schon gesucht. Und vermisst. Ich dich auch. Ich habe vorhin mit deinem Vater gesprochen bezüglich des Detektivs. Er hat ihn nicht beauftragt. Gut. Aber wer war's dann? Tja, weiß ich nicht. Wie war die Tanzstunde mit Hofer? Hat nichts gebracht. Keine Erinnerung? Mm-mm. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es bringt alles nichts, solange er... in dich verliebt ist. Ist er dir zu nahe getreten? Ich glaube einfach, das lenkt ihn ab. Vom Wesentlichen. Von seiner Erinnerung. Vielleicht ist es doch besser, wenn er seine Therapie in München fortsetzt. Meinst du, du kannst ihn dazu überreden? Dann geh auf Abstand. Ich kann ihn jetzt nicht im Stich lassen. Aber auf der anderen Seite muss er auch einsehen, dass ich nichts mehr von ihm will. Das jemals begreift? Muss er. Naja, solange du ab und zu noch Zeit für mich hast. Ja, sir. Morgen ist mein freier Tag. Wir könnten eine Wanderung machen. Sehr gut. Und Schlittschuh fahren. Das habe ich mich noch nie gemacht. Dann wird's Zeit. Geträumt. Isabel war da. Fürstenhof. Restaurant. Ich war Kellner. Und was ist passiert? Sie hat mir die Hölle heiß gemacht.
war nur ein Traum. Ich hätte mit ihr reden sollen. Das kannst du doch immer noch. Sie denkt sicher, ich bin tot. Aber du bist nicht tot. Das freut sie sicher. Ist alles gut. Ich bin bei dir. Schlaf weiter. Okay, und deine Eltern? Die sind doch mit denen befreundet. Na klar, verstehe. Ja, ja, kann man nichts machen. Trotzdem vielen Dank für den Rückruf. Ciao, Nadine, ciao. Hey, schlechte Nachrichten. Isabelle ist weggezogen, keiner weiß wohin. Und nicht mal ihre Eltern. Das ist merkwürdig. Du, wenn wir nach Köln fahren, auf die Messe, wir können ja einen kleinen Abstecher in deine Heimat machen. Wir hören uns mal um, vielleicht weiß ja jemand was. Vielleicht steckt auch ihr Vater dahinter. Warum? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, komm. Lass uns an was anderes denken. Wir haben was Besseres zu tun. Bin gespannt, ob's klappt. Also ich fand's wunderschön, wirklich. Wir müssen es nochmal machen, unbedingt. Ja, es soll ja auch noch eine Weile so kalt bleiben. Du hast schon total gefroren. Ich glaube, ich muss dich mal ein bisschen aufwärmen. Das reicht. Oh, bitte nochmal, komm. Uns hat richtig gut funktioniert mit den Dingern, oder? Recht? Ja. Hat man gar nicht gesehen. Sah so ein bisschen nach Watschlente aus, irgendwie so. Oh, nach Watschlente, sag mal, das riecht zurück. Nee. Oh. Ich versteh's einfach nicht. Isabelle war mit der Scheidung einverstanden. Wieso hat sie ihre Meinung geändert? Was will sie von mir? Warum taucht sie hier auf? Ich denke, das wird sie dir bald sagen. Hoffentlich. Du glaubst mir doch, dass ich nichts wusste. Ich habe mich nur gerade gefragt, wenn du dich schon früher bei ihr gemeldet und wir uns noch nicht gekannt hätten, ob wir dann nicht noch... Ihr Vater hat mir gedroht, er wollte mir einen Schlägertrupp auf den Hals hetzen. Ich weiß nicht, das soll jetzt auch kein Vorwurf sein. Das sind einfach nur sehr einschneidende Neuigkeiten. Diese Ehe existiert nur auf dem Papier. Naja, deine Ex-Frau, ich meine deine Frau, wirkte nicht so, als ob das Thema für sie erledigt wäre. Luisa, was soll denn das für eine Ehe sein, bei der man 8 Jahre keinen Kontakt hatte? Die Scheidung ist eine reine Formalität. Yes, I keep you posted. Right. Bye-bye. Hey. Ich habe mit dem Anwalt gesprochen und die Scheidung von Isabelle ist eine reine Formalität. Ach, Gott sei Dank. Wenigstens eine gute Neuigkeit. Wieso, was ist los? Hast du schon mal von Hexenbesen gehört? Im Märchen, ja. Das ist schlimmer, es ist eine Art Schimmelpilz und der hat meine gesamte Kakaoplantage befallen. Jetzt habe ich gerade erfahren, was das kosten wird, das zu sanieren. Entschuldigung, der Portier hat mir gesagt, dass ich dich hier finde. Können wir reden? Natürlich, wenn du mir sagst, warum du hier bist. Das würde ich gern mit dir unter 4 Augen klären. Ich habe keine Geheimnisse vor, Luisa. Geh ruhig. Schon okay. Bitte. Nee, aber anscheinend horcht er auch andere Schulfreunde aus. Aber wer sollte dir denn hinterher schnüffeln? Ich wüsste auch gern, was das zu bedeuten hat. Du hast niemandem von Isabelle erzählt, oder? Ich? Nein, wieso? Weil ich eben niemandem davon erzählt habe. Du glaubst doch nicht, dass ich ihn engagiert habe. Entschuldige, das kam jetzt völlig falsch rüber. Schon gut. Vielleicht sollte ich wirklich einen Detektiv beauftragen. Ich wüsste einfach so gerne, woher der Mann kommt, den ich liebe. Und mit dem ich mein Leben teilen will. Du erzählst so wenig von deiner Jugend, von deiner Kindheit. Ich liebe dich. Und wir gehören zusammen.
Und ich möchte einfach nicht mehr, dass Intrigen und Zweifel zwischen uns stehen. Ja, offenbar versucht immer noch jemand, uns Steine in den Weg zu legen. Zumindest versucht er, etwas über dich herauszufinden. Vermutlich, um dir zu schaden. Ja, mich bei dir in Verruf zu bringen. Sei ehrlich zu mir. Wer glaubst du, steckt dahinter? Beatrice Hofer? Dein Vater? Friedrich? Warum? Er hat David erzählt, was ich auf dem Kerbholz habe. Warum sollte er sowas tun? Was ist denn das für eine Sorgenfalte auf deiner Stirn? Hm, die kenne ich noch gar nicht. Na, du bist ja charmant. Hast du etwa schlechte Laune, wo ich dich in meinen Arm halte? Ich bin einfach nur sauer auf meinen Vater. Hat er denn Detektiv auf mich angesetzt? Keine Ahnung. Ich habe ihn 1000 Mal angerufen, auf die Mailbox gesprochen, aber er macht sich noch nicht mal die Mühe, zurückzurufen. Ach, letztlich ist es auch egal. Soll an meinem Leben rumstochern. Es gibt nichts, über was wir nicht gesprochen hätten. Es geht ihn noch gar nichts an. Genau. Du, das war das letzte Mal, dass wir uns misstrauen. Was ist, wenn der Detektiv doch was rausfinden würde? Hast du noch mehr Ex-Frauen? Nein. Nur dich? Hoffentlich schnappen sie bald diesen falschen Professor. Deinen Vater und die Frauen da einzusperren bei der Kälte. Zum Glück wurden sie ja von David und Herrn Heinemann gefunden. Wie geht's ihnen denn jetzt? Ich konnte nur kurz mit Friedrich telefonieren. Eigentlich wollte ich ihn ja auf die Sache mit dem Privatdetektiv ansprechen, aber... Keine Eile. Komm, wir gehen mal zum See. Zu unserem Platz? Ja. Vielleicht ist er schon zugefroren. Vielleicht kann man Schlittschuh laufen. Ja, das ist schön. Nicht böse. Ich fühle mich verantwortlich für ihn und ich möchte für ihn da sein. Immer nur David, David, David. Ich finde die Idee mit Brasilien toll, wirklich. Lass uns die Reise machen, wenn es ihm besser geht, ja? Was ist, wenn sich das nie ändert? Sebastian, stell dir doch mal vor, du wärst in seiner Situation. Das wäre doch toll, wenn dir da jemand beistehen würde, oder? Hey. Also gut, Brasilien kann warten. Wir haben ja schließlich noch ein ganzes Leben vor uns. Und das Schönste ist, wenn ich am Weidenzaun stehe und Pollux galoppiert auf mich zu. Ja, aber das mache ich doch auch immer. Ich wusste ja gar nicht, dass du Möhren so liebst. Ich komme ja auch nicht wegen der Möhren, sondern weil ich mich freue, dich zu sehen. Mhm. Pollux ja auch. Ja. Nadine Breuer. Die Stewardess. Geh mich ran. Mensch, Nadine. Na, willst du uns besuchen kommen im Fürstenhof? Ich kann dir die Fürstensuite reservieren. Wie bitte was? Nein, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ja. Ja, vielen Dank. Bis dann. Ist alles in Ordnung? Nadine sagt, ein Privatdetektiv hätte sich bei ihr über mich erkundigt und über meine Ex-Frau. Was? Aber hat er ihr auch gesagt, was er von dir wissen will? Bitte schön. Danke. Ich muss immer noch an den Film gestern denken. Es war so lustig. Ja, aber wirklich wahnsinnig witzig. Hey. Nein, das stimmt schon. Wie das Kind da an dem Kühlschrank der reichen Eltern stand, das war sehr gut. Obwohl es ja eigentlich um soziale Ungerechtigkeit ging. Stimmt, ja. Das ist komisch, oder? Man weiß so wenig über Brasilien. Man denkt immer nur an Copacabana und Fußball. Aber wir können doch mal hinfahren. Ich meine, du hast doch immer noch deine Kakaoplantage in Bahia. Nein, wer weiß, vielleicht gefällt es uns ja so gut, wir wollen nicht mehr zurück. Weißt du was? Das ist eine gute Idee.
Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem mit dir. Aber erst, wenn es David besser geht. Lisa, im Ernst jetzt. Nach allem, was in letzter Zeit passiert ist, würde es uns vielleicht wirklich gut tun, wir kommen mal ein paar Tage weg. Hm. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, hier ewig zu bleiben. Ich mir auch nicht. Übrigens sind die alle für dich. Oh, danke. Da bist du ja. Hey, David hat gerade erfahren, dass wir nach Brasilien fahren wollen. Jetzt ist er total verletzt. Jetzt willst du nicht mehr fahren? Ich weiß nicht. Doch. Ich habe die Zeit nämlich genutzt, war im Reisebüro. Guck mal, setz dich. Und habe mich erkundigt, was man da alles so machen kann, was das kostet und so weiter. Aber nach Köln und ins Bergische Land fahren wir trotzdem noch, oder? Ja, aber man darf sich doch mal informieren. Klar. Aber du willst nicht fahren wegen David. Sag mir bitte. Aber? Ich habe noch was anderes vor. Also, ich habe David versprochen, mich um seine Erinnerungen zu kümmern. Und wie soll das aussehen? Es gibt ein Lied, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Wir haben mal dazu getanzt. Mhm. Also, wir tanzen nur und das war's dann auch. Okay. Ich vertraue dir. Hier bist du. Ich hab dich schon gesucht. Und vermisst. Ich dich auch. Ich habe vorhin mit deinem Vater gesprochen bezüglich des Detektivs. Er hat ihn nicht beauftragt. Ah, gut. Aber wer war's dann? Tja, weiß ich nicht. Wie war die Tanzstunde mit Hofer? Hat nichts gebracht. Keine Erinnerung? Mm-mm. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es bringt alles nichts, solange er in dich verliebt ist. Ist er dir zu nahe getreten? Ich glaube einfach, das lenkt ihn ab. Vom Wesentlichen. Von seiner Erinnerung. Hm.